Uns muss einfach bewusst sein, dass Stress an sich nicht immer schlecht ist. Was meine ich damit? Wir haben manchmal so die Tendenz und vor allem in der spirituellen Szene, Stress grundsätzlich als schlecht darzustellen. Stress ist einfach eine Reaktion deines Körpers. Da wird unter anderem Cortisol ausgeschüttet. Und das passiert, wenn von außen ein Stressor auf dein System trifft. Das kann etwas Psychologisches sein, das kann aber auch etwas Körperliches sein. Das heißt etwas, was dich vermeintlich körperlich in Gefahr bringt. Jetzt ist es so, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass dann dein Körper diese Stressreaktion hochfährt, um langfristig einen Adaptionsprozess in dir stattfinden lassen zu können. Das heißt, dass du langfristig besser mit dem, was dich da in dem Moment herausfordert, ja, und nicht unbedingt nur bedroht, besser umgehen kannst. Das heißt, diese Stressreaktion ist an sich eine gute Sache. Und es würde eher darum gehen, diese Stressreaktion managen zu können, das heißt mit Tools und Techniken und Awareness, also wirklich Bewusstsein in dieser Situation, besser mit dem umgehen zu können, was du aus dem Stressor machst, anstatt zu sagen, ich möchte keinen Stress in meinem Leben haben und ich versuche Stress grundsätzlich zu vermeiden. Weil damit wirst du auch vermeiden, dass du dich adaptierst, das heißt, dass du wächst und dein energetisches Feld langfristig auch erweiterst.